Lokaltour der TUG, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen. Menschen, Themen, Fakten. Offen und ehrlich. Vergiss den Mainstream. TV 21 ist einfach anders. Herzlich willkommen. Wir sind heute im Hotel Ibis Maria Hilf. Mein heutiger Stargast, Andrew Young. Dankeschön. Ein begnadeter Saxophonist, wenngleich auch jetzt ist eine Klarinette. Nein, das ist ein Saxophon. Das ist ein Sopran-Saxophon. Wieso ist das das? Nein, der ist nur klein, deswegen ist gerade. Okay, die Kleinen brauchen das nicht. Für alle, die dich nicht kennen, mal ein bisschen nochmal zum Schauen. Ja. Du bist in England geboren, eigentlich in Liverpool. Ich bin in Liverpool geboren, ja. Da bin ich aufgewachsen. Und als ich ein bisschen älter war, bin ich zum Militär gegangen und haben sie mich nach Deutschland geschickt. Da habe ich die Sprache gelernt. Okay. Ich habe eine deutsche Freundin gehabt und sie hat gar nicht Englisch gesprochen. Mhm. Und ja, so habe ich dann ziemlich schnell Deutsch gelernt. Dann habe ich gedacht, ich komme nach Österreich, ich werde alles verstehen. Mhm. Ich habe nichts verstanden. Du bist in Liverpool, also nehme an, du bist ein Liverpool-Fan. Ja, auf jeden Fall. Hat man Freude momentan mit Liverpool, ne? Ja, es war sehr gut letzte Saison. Schade wegen Jürgen Klopp natürlich. Aber ja, jetzt haben wir einen neuen holländischen Trainer. Wir freuen uns auf nächste Saison. Schauen, was es bringt. Ja. Das ist, wobei, ich glaube, du wohnst dort, da ist ein bisschen der schottische Einschlag auch da oder eher nicht? In oder Liverpool? Ja. Sehr viele Leute von Irland. Also wir sind eigentlich geteilt zwischen Katholiken, Protestanten und sehr viele Irlander. Der Einfluss ist ziemlich groß. Wirkt sich das auf die Musik auch ein bisschen aus? Ja, könnte man sagen. Natürlich bei die Beatles und Jerry and the Pacemakers nicht so die ganz Großen vielleicht nicht. Ja, jetzt hast du dann aber gesagt, ich bleibe nicht nur in England, du warst dann auch in Südafrika. Südafrika, ich habe dort eine Stelle gehabt mit der Philharmonie in Durban. Da war ich Klarinettist zuerst und dann in meinem Vertrag habe ich auch Saxophon gehabt, weil es liegt sehr nah. Mhm. Und Durban war ich 6 Jahre lang. Und so war eher Klassik, ne? Ja, es war Klassik, aber abends nach den Konzerten habe ich eine Popgroup gemacht und wir haben in den ganzen Nachtclubs gespielt, eigentlich in Südafrika, überall. Und ich habe einen Plattenvertrag bekommen von Bertelsmann. Okay. Für mein erstes Album, heißt Soul People, der ging zu Nummer 1 in die Hitparade auf Saxophon. Und ja, dann bin ich dann auf Saxophon geblieben und habe die Philharmonie verlassen, weil ich keine Zeit gehabt habe. Und dann seit dann spiele ich weltweit. Ja, jetzt habe ich 11 CDs aufgenommen. Also, ja. Ganz schön fleißig. Ja. Jetzt. Wie kann man deinen Sound nennen, den du spielst? Ja, genannt wird es eigentlich Smooth Jazz. Mhm. Es ist nicht Jazz wirklich, es ist nicht Pop, es ist irgendwas dazwischen. Okay. Es ist leicht anzuhören, es ist schön anzuhören, finde ich. Swingig. Und Swing auch, ja. Mhm. Ja. Aber es ist eher smooth, beschreibt man sich das auf Englisch. Jetzt bist du demnächst in Österreich, in Wien spielst du? Ja, ich habe lange nicht in Wien gespielt. Ich freue mich riesig. Wir spielen am 15. Juni in Orpheum, das Orpheum-Theater, am Kagran. Kagran, ja, genau. Ich spiele ein Programm, es heißt I'm from Liverpool. Also I'm from Austria, I'm from Liverpool. Und das sind lauter Lieder von Liverpool, also Jerry and the Pacemakers, You Never Walk Alone, Ferry Across the Mersey und die Beatles, jede Menge Lieder, einige von mir selber und ich spiele mit einer Leinwand hinter mir, Video Wall und ich zeige dann Bilder und Videos und die ganzen Anekdoten von Liverpool, wo die Beatles
aufgewachsen sind, wo ich aufgewachsen bin, ein bisschen später, aber und wo das irgendwie gekreuzt hat. Zum Beispiel, meine Oma, sie hat in Penny Lane gelebt. Und da gibt es ein Lied, gell? Ja, genau. Und ich bin mit der Kamera dann mit Penny Lane runtergelatscht und gefilmt und gezeigt, wo meine Oma gewohnt hat und gegenüber, wo der erste Schlagzeuger von den Beatles gelebt hat, Pete Best, wo er gelebt hat. Und wie gesagt, dann spielen wir Penny Lane und ich erzähle ein bisschen die Geschichte über das und auch Strawberry Fields. Ich habe eine Tante gehabt, sie ist neben Strawberry Fields gelebt. Das war ein Kinderheim von der Heils Armee. Und das ist, wo John Lennon und Paul McCartney in den Schulferien immer mit den Kindern dort gespielt haben. Aber das weiß die wenigsten Leute eigentlich. Ja. Ja. Und dann spielen wir Strawberry Fields. Und diese Geschichten erfährt man auch. Ja. Ja, und die zeige ich dann auf der Video-Wall und ja, es ist recht interessant. Jetzt eine Frage, wenn man durch die Penny Lane geht, was ist das für ein Gefühl als Musiker? Das muss doch irgendwie so was Magisches fast sein. Gell? Ja, es hat was, weil das Lied, die beschreiben alles, was da läuft, was da in Penny Lane ist, die Bank, wo es ständig regnet und die Fire Brigade. Ja, das ist alles da. Und die Barbershop, das ist alles da. Das ist schön, ja. Und wenn du siehst, diese Straßenschild, Penny Lane, ja, es ist schon ganz toll. Schon was Eigenes, ja. Jetzt haben wir gehört, du warst ja vor kurzem jetzt in England Fußball spielen. Ja, war ich. War nicht sehr erfolgreich, aber wurscht. Eigentlich war es sehr erfolgreich, weil wir haben es für Charity gemacht. Global Family, eine Charity, geleitet durch Karl Auer und seine Frau. Wir haben gegen Portsmouth Fußball gespielt, wir haben verloren, und 6-3. Ja, aber wir hatten alle Jetlag gehabt. Genau, da eine Stunde. Ich habe gesagt, es ist 0-0, jetzt müssen wir ausgehen, weil bei dem Verschießen hätte sicher alles versemmelt. Genau, aber es war wirklich schön und die haben wunderschön auf uns uns betreut und auf uns aufgepasst und es war wirklich ganz nett und wir haben uns entschlossen, wir möchten nächstes Jahr eine Retour-Match machen hier in Österreich. Spannend. Ja. Spannende Sache. Zurück zur Musik. Das ist, also wie du gesagt hast, ein, wie heißt das, Saxophon? Sopran-Saxophon. Ja. Also wie viele Saxophon-Arten spielst du? Arten, vier Arten. Also Sopran, Alt, Tenor, Bariton. Saxophone habe ich zu Hause 12 Stück. Ja, Sammler. Die sammle ein bisschen, ja. Ja, manche sammeln Autos, ich sammle auch Saxophone. Du spielst aber auch Klarinette, gell? Ich spiele auch Klarinette. Aber man muss es ständig üben. Klarinette? Ja, ja. Und Saxophon aber auch, oder? Ja, aber das ist irgendwie, das liegt mir leichter, viel leichter. Ja. Na, Saxophon hat dann, glaube ich, mit denen kann man fast alles spielen. Ist das ist sehr flexibel, ja. Wo meine Klarinette auch, aber ist eher in die klassisch gespielt. Mhm. Ja. Du hast jetzt eine CD wieder herausgebracht? Habe ich, ja. Ja, ich habe sie in Südafrika aufgenommen. Paradise Road heißt das. Und der Titeltrack ist mit Ladysmith Black Mombasa. Die haben mit Paul Simon auf sein Graceland-Album mitgesungen. Die sind sechsmal Grammy-Gewinner. Mhm. Und ich bin recht stolz auf das, ja, das Paradise Road. Das ist wirklich schön. Ja. Von was kann man sagen, von was handelt die CD? Bitte? Von was handelt das Ganze? Ja, das sind einige Covers drauf. Lieder, die mir naheliegen, Lieder von meiner, wo ich die größte Einfluss musikalisch bekommen habe. So zum Beispiel Earth, Wind and Fire. Das sind eine von meinen absoluten Lieblingsgruppen. Und als ich beim Aufwachsen, diese Gruppe hat mich wirklich, wirklich inspiriert. Wir haben jetzt September von denen aufgenommen. Just My Imagination,
von The Temptations. Mhm. Das war ein Sound, der kam eigentlich aus Amerika, aber wir haben es adoptiert in Nordengland. Mhm. Northern Soul nennt sich das bei uns. Okay. Das waren die Gruppen, die zur Zeit nicht wirklich ganz groß waren in England, und in Nordengland hat man sie wirklich dann so umgearmt und wirklich geschätzt. Und ja, Temptations, Just My Imagination, September, Earth, Wind and Fire, Phil Collins habe ich drauf, Against All Odds, Take a Look at Me Now, was für ein schönes Lied. Mm-hmm. Absolut. Paradise Road, mm-hmm, ist auch drauf. Und The Way You Look Tonight, sehr, sehr schöne Ballad vom 1930, 20. Ja. Du hast aber auch eine eigene Komposition? Ja, ich habe einige. Mhm. Was ist die letzte, was du hast? Der letzte? Letzte habe ich eigentlich komponiert, war ich unterwegs, bin gefahren von hier nach Barcelona. Okay. Und ich habe das im Auto komponiert, ja. Ich hoffe, du bist nicht gefahren. Nein, oh ja, ich bin gefahren. Ach, aber ich habe es gesungen und ich habe es im Kopf. Und ja, es ist irgendwie in Innsbruck angefangen. Mhm. Und bis zu Marseille hätte ich das. Ja. Fantastisch. Ja, und dann in Barcelona habe ich das dann geschrieben. Ja. Ja, das nennt man ökonomisches Komponieren während der Fahrt. Ja, das ist mit der Musik. Ja, ich höre die Musik. Ich lese das auch natürlich, wenn von der Philharmonie ursprünglich. Aber ich stelle mir das vor. Ich höre die Klangfarben. Das höre ich dann im Kopf. Und ja, dann merke ich mir das. Und fantastisch. Und dann geht schon. Ja. Also ich tue auch beim Autofahren gern singen, aber das darf ich nicht mehr, das will keiner hören. Ach so, ja, ja, okay. Man muss ja, das lieben kann. Man muss allein fahren. Genau. Ja, also wir werden dich bald sehen, und zwar im Orpheum, wie wir besprochen haben. Dort wird man auch einiges über Penny Lane erfahren, einige Geschichten auf der Videowall. Wir hören fantastische Musik von dir. Und das ist am 15. Juni im Orpheum, noch einmal in Kagran. Und vorher noch gehst du Auto waschen. Auto waschen, ja, für einen guten Zweck. Und nicht einmal meinen eigenen. Nicht einmal seinen eigenen. Und zwar für die Ronald McDonald Kinderhilfe im Floridsdorf, auch auf der Brünerstraße 170. Klarerweise, ich kann es jetzt dazu sagen, bei McDonald ist es keine Werbung, das ist nämlich für einen guten Zweck. Mhm. Und da wirst du fremde Autos waschen. Ja, ich freue mich auf den Cheeseburger auch. Cheeseburger, ja. Genau. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank, und wir gehen hinauf über den Dächer von Wiens, und du wirst uns dann was zum Besten bringen. Und wir haben einen Hoteldirektor, einen General Manager mit draufgenommen, der wird sich das auch anhören.